Herzlich willkommen zum achten Teil der achteiligen Serie 8 Tipps, wie Geld doch glücklich macht. Wissenschaftlich analysiert. Herzlichen Dank an Miri und René von Unverschuldet mit Miri und René, dass ich hier mitmachen darf. Natürlich kann man sich die wichtigsten Sachen fürs Lebensglück nicht kaufen. Kann man sich wahre Liebe kaufen? Nein. Kann man sich Freunde fürs Leben kaufen? Nein. Kann man sich Quokkas kaufen? Auch das ist nicht ganz einfach. Aber man kann sich gutes Essen kaufen. Macht gutes Essen glücklich? Ja. Man kann sich auch Reisen kaufen. Machen Reisen glücklich? Auf jeden Fall. Zum Beispiel kann man nach Australien reisen und Quokka-Selfies machen. Mein persönliches vorläufiges Lebensziel. Das heißt, Geld macht schon irgendwie glücklich. Aber warum hören wir immer das Gegenteil? Weil wir nicht wissen, wie wir unser Geld richtig ausgeben, sagt die Wissenschaft. Hierzu erschien ein Review-Artikel im Journal of Consumer Psychology mit dem vielsagenden Titel If money doesn't make you happy, then you probably aren't spending it right. Das Paper besteht aus 8 Kapiteln mit 8 Tipps, wie man sein Geld besser ausgeben kann, um glücklicher zu werden. Die ersten 7 Tipps findet ihr in der kompletten Playlist hier oben. Ich werde euch heute den 8. Tipp vorstellen, der da lautet Follow the herd instead of your heart. Was? Dieser Tipp stützt sich unter anderem auf eine Studie aus Harvard, die in Science veröffentlicht wurde. Dort wurde festgestellt, dass wir ziemlich schlecht darin sind, vorauszusagen, was uns glücklich macht und was nicht. Für unsere Finanzen heißt das, dass wir ständig Geld ausgeben für Dinge, die uns nicht wirklich glücklich machen, obwohl wir das Gegenteil erwarten. Also Obacht! Für diese Studie wurde ein Speed-Dating-Szenario erschaffen, in dem Harvard-College-Studentinnen voraussagen sollten, wie sehr ihnen ein 5-minütiges Speed-Date mit einem männlichen Studenten gefallen würde. Vorab bekamen diese Studentinnen entweder einen Infobogen mit sämtlichen Informationen über diesen Studenten, Foto, Name, Alter, Hobbys und so weiter, oder eine Bewertung einer anderen Studentin, die bereits ein Speed-Date mit diesem besagten jungen Mann hatte und das Speed-Date auf einer Skala von fand ich doof bis fand ich super bewertet hatte. So, Ladies, stellt euch jetzt vor, ihr hättet entweder eine Handvoll konkreter Fakten über einen Typen oder einen random Erfahrungsbericht eines anderen Mädels. Welcher dieser beiden Informationsquellen würdet ihr eher vertrauen? Ich würde natürlich sagen, der Infobogen ist viel aussagekräftiger, aber da liege ich völlig falsch, so wie viele andere von euch wahrscheinlich auch. Die Studie zeigte nämlich, dass die Mädels mit dem Infobogen deutlich schlechter voraussagen konnten, ob ihnen das Date gefallen würde, als die Mädels, die den Erfahrungsbericht der anderen Studentin hatten. Und es gibt tatsächlich etliche Studien, die zeigen, dass wir mit unserer eigenen Erfahrung und unserer Vorstellungskraft sehr schlecht einschätzen können, was uns zukünftig glücklich machen wird. Die Erfahrung anderer Menschen ist deutlich wertvoller, als wir glauben. Was heißt das für unser Geld? In Kapitel 1 haben wir ja zum Beispiel gelernt, dass es langfristig glücklicher macht, Erfahrungen zu kaufen als materielle Sachen. Es macht langfristig glücklicher, in eine Reise zu investieren, als in ein fettes neues Auto. Das heißt, gerade für solche erfahrungsgebundenen Ausgaben ist die Meinung unserer Mitmenschen besonders wertvoll. Wenn ich jetzt zum Beispiel mein Erspartes in eine Australienreise investieren möchte, sollte ich vielleicht vorher mit Christine reden, die gerade für 3 Wochen da war. Wobei, fuck it, niemand wird in mein vorläufiges Lebensziel ein Quokka-Selfie zu machen reinreden. Das heißt, vergesst dieses Beispiel, aber ihr wisst, was ich meine, ne? Für weitere nützliche und wissenschaftlich fundierte Tipps, wie ihr euer Geld besser ausgeben könnt, um glücklicher zu werden, schaut euch den Rest der Playlist an. Die komplette Playlist gibt es bei Miri und René. Überhaupt für alle weiteren Fragen rund ums Geld solltet ihr unbedingt Unverschuldet mit Miri und René abonnieren. Ihr solltet außerdem auch mich abonnieren, denn ich glaube, das würde euch sehr glücklich machen und ihr wisst ja jetzt, wie wichtig die Meinung anderer Menschen ist.